Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Diesmal geht es um die Creme de la Creme der Bösigkeit und Fiesnis in Disney. Und ich würde mal sagen, wir fangen an und nämlich mit meiner persönlichen Top 5 der gefährlichsten Bösewichte im kompletten Disney-Franchise. Und ich würde mal sagen, fangen wir an. Platz 5, Yzma. Ja, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, was? Diese möchte gern Oma und Zauberin auf Platz Nummer 5? Du hast ja nicht mal alle Tasten im Schrank. Wie kann die bitte auch so hoch sein? Beziehungsweise in dieser Liste sein. Das ist ein schwieriger Fall. Sie ist zwar eine Oma, kann man sagen, wie sie halt auch aussieht. Allerdings sollte man sie nicht unterschätzen. Sie hat ja Zaubertränke, die einem wirklich, ich sag mal so, den Spaß verderben können. Denn diese Zaubertränke verzaubern einen in verschiedene Tiere. Wie zum Beispiel Kakerlaken, Mäuse, Wale, ist egal was. Aber sie kann mit dem, zum Beispiel einem Kakerlakentrank die ganz schnell mal die Rübe weghauen. Also, ja, das wird ganz schön, könnte für dich ganz schön übel ausgehen, wenn sie den richtigen Zaubertrank findet. Deshalb finde ich, wäre sie zu Recht auf dem 5. Platz. Auf dem Platz Nummer 4 finden wir Dr. Fasilier aus Küss den Frosch. Ja, ich finde, dieser Platz ist wirklich mehr als gegeben, beziehungsweise auch wirklich gut für ihn, denn naja, Voodoo ist immer gut und er ist ein böser Mann, der auch wirklich mal zeigen kann, boah, wo der Hammer hängt. Er ist jemand, der auch mal gern Regeln bricht, wie mit den sogenannten Freunden aus dem Schattenreich. Allerdings ist mit denen nicht wirklich zu spaßen, was er auch wirklich am Ende von Küss den Frosch auch selber mitbekommt. Ja, das ist für ihn nicht so gut ausgegangen. Allerdings wissen wir, was verheerende Auswirkungen Voodoo hat, wie er auch im Film gezeigt hat. Er hat jemanden in einen Frosch verwandelt, hat große Geister beschworen. Allerdings wissen wir auch nicht, was es, beziehungsweise was das Limit davon ist. Wir wissen nicht, wie hoch es noch gehen kann. Deshalb finde ich leider zu Recht verdient auf Platz Nummer 4. Platz Nummer 3 belegt Ganto aus Lilo und Stitch. Ja, diesen Platz könnte auch viele von euch verwundern, da Ganto keine Zauberkräfte oder Magie oder sonst was anwendet. Aber ihr müsst es mal so sehen, von der anderen Seite. Ganto ist so eine Art Wal, der wirklich groß ist. Er ist ein riesiger Wal. Würde jetzt zum Beispiel Dr. Fasilier oder Yzma nicht schnell genug sein, um etwas anzuwenden, tja, dann wäre Ganto, womöglich schneller und würde sie einfach mal auseinandernehmen, würde ich mal sagen. Naja, was heißt auseinandernehmen? Ein Fußtritt reicht und die wären schon am Arsch. Also, deshalb würde ich sagen, ist Ganto zu Recht auf dem 3. Platz. Auf dem Platz Nummer 2 ist die Seehexe Ursula. Ja, dieser Platz, die hätten sich wahrscheinlich viele von euch gedacht, da sie mitunter einer der bekanntesten Disney-Bösewichte ist. Aber auch eine sehr gefährliche Hexe. Sie ist der Hauptbösewicht in Ariel, die kleine Meerjungfrau, und ich würde sagen, zu Recht. Sie kann sehr gut mit Zauber und Magie auskommen, womit man halt nicht ganz rechnet. Auch werde ich sie in ihrer stärksten Form, nämlich als sie von Triton den Dreizack bekommen hat, hinzuzählen, wo sie einfach mal verdammt riesig geworden ist. Das zähle ich auch noch in diese Liste als Stärke oder als Macht hinzu. Deshalb würde ich sagen, zu Recht auf Platz Nummer 2. Und Platz 1, wer könnte sich denken? Richtig, Malefiz. Ja, dieser Platz ist ohnehin schon wirklich belegt geworden. Als ich diese Liste angefangen habe, wusste ich, Malefiz ist auf Platz Nummer 1. Und wisst ihr auch warum? Ja, das müsste sich erklären. Sie ist eine böse Frau, eine unglaublich gute Zauberin. Sie hat ein schwarzes Herz, einen Raben, ohnehin noch. Ja, naja, zurück zum Thema. Sie hat Dornröschen natürlich getötet, aber das sagt ja noch gar nichts über die Stärke aus. Was sie über die Stärke aussagt, ist, dass sie sich in einen verdammten Drachen verwandeln kann. Und, Junge, ein Drache? Also ich glaube, keiner von dieser Liste würde wirklich gegen einen Drachen ankommen, da Drachen so gut wie gegen jede Magie und jeden Zauber so gut wie immun sind. Und ja, ich würde mal sagen, Malefiz zu Recht auf Platz Nummer 1 in dieser Liste. Ja, liebe Freunde, das war's mit diesem Video. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ich würde mich unglaublich darüber freuen. Falls noch irgendwelche Personen oder Bösewichte gefehlt haben in dieser Liste, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht werde ich sie in einem nächsten Video rannehmen. Aber ich würde mal sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mittwoch. Ciao und haut rein!